Herzlich willkommen auf meinem Kanal, diesmal mit einem außerplanmäßigen Video. Ich habe ja bereits angekündigt im letzten Livestream, dass es nochmal ein Update-Video gibt zu der aktuellen Gelsenkirchen-Mod 2021. Wir hatten ja im Livestream diverse Probleme mit der Modifikation. Ist halt auch immer ein Try-and-Error-Prinzip. Manchmal funktioniert's und dann wieder nicht. Ich habe den Fehler zum Glück schnell beheben können. Lag an den Administrationsrechten, dass ich sie drin hatte. Das ist total komisch, denn normalerweise müsste es eigentlich so sein, dass man, wenn man sie nicht drin hat, es nicht funktioniert. Jetzt ist es genau andersrum gewesen. Aber gut, Sachen gibt's, die gibt's nicht. Auf dem Weg. Deswegen heute mal mit einem nachgeschobenen Let's Play. Wir gehen gleich auch nochmal kurz in die andere Perspektive und schauen uns nochmal die Wachen an. Denn ich habe ja bereits gesagt, es gab große Veränderungen. Aber wir müssen jetzt hier erst einmal um den Herzinfarkt kümmern. Nicht, dass er uns hier verstirbt. Und das war schon wieder sehr knapp. Was gibt's? Bin unterwegs. So, Einsatz soweit unter Kontrolle. Sehr gut. Springen wir direkt mal wieder zur Wache 1. Soweit ist das geblieben. Also, was heißt geblieben? Ich habe noch nicht viel geändert. Ich habe versucht, nur die Fehler zu beheben. Hat er anscheinend funktioniert. Also, der Skin ist soweit fertig von der Wache Hessler. Die Grundlage und hier die neuen HLFs. Hier ist HLF Euro 6, nee, HLF Ziegler und das hier ist das HLF Euro 6. Dann der Notarzt, der steht hier und der eine BMW. Dieser BMW hier, der steht jetzt auf dieser Position. So, nochmal die schöne Nahperspektive, wenn man die Kamera drin hätte. Genau. Die Nahperspektive von dem neuen Ziegler, da muss ich noch ein bisschen was anpassen. Das kommt mit der Zeit. Hier oben, das ist auch nicht so ganz schön geworden, aber Feinheiten oder der Feinschliff kommt erst, wenn der Rest soweit fertig ist. Und ich sehe gerade, das ist das auf der anderen Seite auch. Ja, da muss ich glaube ich nochmal die diese Box da, die gelbe, die sieht man gerade ein bisschen durch, auch nochmal ein bisschen verschieben. Der Rüstsatz müsste das sein, ne? Ja. Ja, den müsste ich auch nochmal verschieben. Ein paar Lights anpassen ist auch nicht ganz perfekt hier, wenn man genau hinschaut. Aber was soll's. Solange die Fahrzeuge spielbereit sind, macht mir das nichts. Der neue BMW, beziehungsweise Audi, ich kann das nicht ganz sehen. Müsste aber BMW sein, ne? Ja, ist ein BMW. Der Streifenwagen von oben. Da wird noch vermutlich auch noch ein neues Modell hinkommen. Ich möchte ein Ford S Max einbauen, allerdings gibt es noch einige Schwierigkeiten, deswegen wird das noch ein bisschen dauern. WLFs gleich geblieben. Die Skins werden nochmal komplett überarbeitet. Und ich habe ja im Stream was von den neuen RTWs erzählt, die auf der Rückseite gekommen sind. Das sind ja die von der Wache 2 vom RD2 hier unten. Von der Wache 2 unten. Da ist jetzt auch die Heatmap soweit geändert worden, dass eben dieses Symbol nicht mehr da ist. Da müssen auch noch einige Fahrzeuge umgebaut werden. Ich würde tendieren, weil ich den noch schöner finde, dass der hier ausgetauscht wird. Und der Reserve-RTW, der wird auch nochmal komplett ausgetauscht zu dem Modell hier. Da ist soweit jetzt erstmal alles in Ordnung. Das ist auch nochmal der neue Notarzt. Kann ich ja mal kurz alarmieren. Haben wir gerade noch die Zeit. Der Skin hier muss noch überarbeitet werden. Also komplett überarbeitet werden. Ist ja noch Rettung Weberfelde. Der hat soweit auch schon im Stream funktioniert. Das ist wie gesagt der neue Notarzt. Hier muss noch das Skin angepasst werden. Und die Fahrzeuge von der externen Rettungsdienst oder vom Rettungsdienst außerhalb. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Das kommt aber später, wenn ich soweit mit dem Rettungsdienst auf der Karte fertig bin. So, dann fahrt mal wieder zurück. Finde ich auch ein sehr schönes Modell und ich habe ja einmal die Nachricht bekommen, wieso hast du auf dem NEV hier Feuerwehr draufstehen, wenn es doch vom Rettungsdienst ist? Ja, es war jetzt beim Rettungsdienst, jetzt ist die Wache hier leer. Jetzt würde auch die Aufschrift wieder bei der Feuerwehr passen, denn jetzt steht er bei der Feuerwehr. Die Frage ist jetzt, machen wir diese Wache hier irgendwie anders? Also im Sinne von,
eine andere Wache hinstellen und ein paar neue Fahrzeuge auf die Map, oder werfen wir diese Wache raus und machen hier noch ein weiteres Gebäude hin oder irgendwie was anderes, also anderes Gebäude. Das ist so die Frage. Wache 2 ist jetzt verschoben, beziehungsweise war schon verschoben, aber durch den Fehler. Genau. So sieht es jetzt aus. Vielleicht werde ich diesen Skin hier unten nochmal anpassen von den Kacheln. Finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ist ja noch der Untergrund der Wache, aber das ist auch Feinschliff. Vielleicht kommt hier noch eine kleine Baustelle hin, ist ja schon leicht angedeutet worden. Und dann die Wache 2. Fahrzeug 14. RTW gleich geblieben. Fahrzeug 19. Das gleiche Ziegler wie unten. Und Fahrzeug 41. Dann haben wir das soweit mit der BF. Ich finde, dieser Notarzt passt sehr gut mit dem Skin zu dem anderen RTW. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, warten wir direkt auf den nächsten Einsatz. Wir können noch mal kurz zur Freiwilligen Feuerwehr springen. Da gab es ja auch noch mal einige Änderungen. Im Stream war dieses Modell ausgetauscht zu dem originalen Decon P. Oh, dieser Quietschton hier gefällt mir noch nicht. Ich habe das mal einmal geändert gehabt, aber das muss ich noch mal wieder rückändern. Denn dieses lange Piepen ist jetzt auch nicht so schön. Aber naja. LF Katz, HLF Euro 6 und TLF soweit gleich geblieben. Allerdings, in der Gelsenkirchener Feuerwehr gibt es keinen TLF, auch wie bei der 2 nicht. Deswegen muss ich mir nochmal schauen, was ich da für ein Ersatzfahrzeug einbauen werde. Aber erstmal eins nach dem anderen. Die Feuerwache 5 ist soweit erstmal gleich geblieben. ABC-Erkunder wird komplett ausgetauscht und so wie das momentan aussieht, 5 HLF 1 auch, denn, ne, 4 HLF 1 auch. Oh, ich sag immer Feuerwache 5, das ist ja Feuerwache 4. Eieiei. Feuerwache 4, Mensch. Also, Feuerwache 4 wird komplett ausgetauscht für den Fahrzeugen. Und ein kleines Future direkt schon mit dabei. Florian Gelsenkirchen. So heißen jetzt alle Fahrzeuge. Wenn man drauf achtet, hier zum Fahrzeug Beispiel 36, Gelsenkirchen, EW Gelsenkirchen, HLF Gelsenkirchen. Habe ich auch gestern angepasst. Und soweit erstmal der aktuelle Stand. Ich würde gerne auch wie ich im Stream schon einmal gesagt habe, diese beiden Notärzte, der eine ist jetzt auf Einsatzfahrt, diese beiden Notärzte auf die Rückseite stellen, da wo die Deko-Fahrzeuge sind. Erstmal um den Platz hinten frei zu haben und um zweitens es einheitlich zu haben, dass der RD komplett hinten ist. Hier stehen die ganzen RDWs und hier eben die beiden NEVs. Wenn ihr wisst, wie ich diese Deko-Fahrzeuge wegkriege, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Denn ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oder wie ich das ändern kann. Wenn ich im Editor das Modell entfernen will, entferne ich die komplette Wache und das ist nicht der Sinn. Deswegen müsste man wahrscheinlich irgendwie in den anderen Einstellungen irgendwas machen. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche und was ich da einstellen muss. Und deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Die Wache 1 der Polizei. Dort ist soweit alles gleich geblieben, wenn ich nochmal kurz schaue. Ja, soweit alles gleich geblieben. Der Vito wird vermutlich ausgetauscht und eventuell auch 24. Dieses Fahrzeug ist noch nicht klar. Und im Stream habe ich ja, oder wollte ich euch, die neue Funktion zeigen, wie man dieses Fahrzeug upgraden kann. Die Funktion an sich ist gleich, allerdings versorgen Sie die Opfer. Trotzdem anders. Das trifft sich wie Arsch auf Eimer, denn dieses Fahrzeug, wenn man das upgradet, ist dieses Fahrzeug, das aktuelle Fahrzeug der Autobahnpolizei zu sehen. Und das ist, finde ich, eine schöne Erweiterung, denn dieses Fahrzeug fährt überall auf der Straße oder überall in Gelsenkirchen ist es ja jetzt hier. Dann können wir direkt schon die richtige Autobahnpolizei alarmieren. Einmal die BAP. Bundesautobahnpolizei. Einmal dorthin. Dann können wir eigentlich direkt schon mal eine Hummel mitbestellen. Ja, ich sag mal Hummel, ne? Christoph. So heißt es. Dann einmal
RTW, Ziegler. Einmal hierhin. Ihr könnt schon mal erste Absperrmaßnahmen ergreifen. Dann hier unten. Notarzt, kümmere dich um den Kreislauf. Genau, es war ein Kreislauf. Dann möchte ich euch jetzt noch ein bisschen Let's Play liefern. Hat ja letztes Mal nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, stell dich mal hier hin, das passt schon. Schon unterwegs. Ey, wieso hat der keinen... Oha! Fällt mir auch gerade was auf. Der hier kann nicht mal Pylone greifen. Die hier schon. Interessant, interessant. Wusste ich gar nicht. Vollsperrung mit Doppelfahrzeug. Pylone sind eigentlich überflüssig, ich mach's aber trotzdem. Fahrzeug 19. Fahr mal hier lang. Schon unterwegs. Ja. So, optimal abgesperrt würde ich so behaupten. Wo fährst du denn jetzt lang? Auf jeden Fall nicht richtig. Fahrzeug 44, auf dem Weg. Dann fahr eben da runter. Drei Verletzte. Wir haben ja noch einen beim Fahrzeug 36. Was gibt's? Beim Kreislauf, dem geht's soweit gut. Und einmal der Heli. Der landet einmal hier, bitte. Fahrzeug 44. Genau, hier nochmal kurz die Fahrzeuge. Die werden soweit ausgetauscht. Ich finde ehrlich gesagt den Skin dafür beschissen. Ganz ehrlich, ist beschissen. Ich wollte einfach mal schauen, wie es aussieht, aber grausam. Deswegen wird definitiv komplett überarbeitet, ausgetauscht. Und liebes Ziegler, fährst du bitte nach unten. Wir benötigen dich ganz dringend zum Herausschneiden der Leute. Schon unterwegs. Und wo ich gerade wieder diesen Einerzieher auf der Autobahn habe, ne? Ich habe ja im Stream auch eine Besonderheit angekündigt, beziehungsweise eine Überraschung. Wann ich die Überraschung anfange, also wird in den nächsten Tagen passieren, muss noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Fahrzeug 44. Was gibt's? Aber ich sage euch schon mal sowas. Wenn ihr die Serie Feuer und Flamme kennt, was gibt's? Und diese Gelsenkirchen-Mod 2021, was haltet ihr davon, was gibt's, wenn ich versuche, ein wenig Feuer und Flamme in Emergency 4 einzubauen, beziehungsweise so kleinere Einsätze nachzuspielen? Natürlich kann man nie im Leben die originale Feuer und Flamme Serie in der Art professionell nachspielen oder nachbauen oder wie auch immer. Das geht einfach nicht. Aber schon unterwegs. Soweit es die Emergency 4 Reihe möglich macht, möchte ich es doch gerne einmal versuchen. Ja? In der Hoffnung, dass es trotzdem noch gut aussieht und dass HLF hat immer noch leichte Probleme. Schon unterwegs. Und will hier nicht vorbei, nur rückwärts. Was soll denn der Mist? Ja. So, der Notarzt rennt schon mal hier hinten hin. Dreh dich mal bitte um hier. So viel dazu. Bin unterwegs. Dann warte halt. Fahrzeug 19. Schon unterwegs. Was gibt's? Los geht's. So, jetzt müssen wir aber ganz schön schnell arbeiten. Denn sonst verstirbt uns... Ach, das ist der Atemschutz. Achso, ich überlege gerade hier. Der hat ja auch Atemschutz an, deswegen kann er das nicht machen. Dann rüstet euch nochmal bitte einmal kurz um. Oh, ich muss das zum Glück nur einen rausschneiden, sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch mal eine coole Screenshot-Sache. Der müsste soweit versorgt sein und bereit zum Abtransport. Exakt, der wird schon mal in RDW gesetzt. Fahrzeug 44.
die Polizei hat soweit alles gut abgesperrt. Sehr schön. Dann haben wir nochmal kurz Zeit zum Kreislauf zu kommen. Schon unterwegs. Ich habe in den Einsatzscripts die Häufigkeit von VUs erhöht um das Doppelte, glaube ich. Deswegen, ich hatte gerade schon mal eine kurze Test-Session von 20 Minuten und ich hatte zu 80% nur VUs drin. Auch neue. Das ist auf der einen Seite gut. Aber auf der anderen Seite schlecht, wenn du von 5 Einsätzen 4 VUs hast. Das ist dann ein bisschen auch einseitig. Aber naja, das ist halt auch Übungssache und das wird auf jeden Fall nochmal alles angepasst. Keine Sorge. Ja, los geht's. Das war wieder auf der letzten Sekunde. Oder fast auf der vorletzten Sekunde. Dann bräuchten wir den Hubschrauber eigentlich gar nicht, aber da ich ihn da habe, lasse ich ihn trotzdem einfach mal da. Fahrzeug 44. Du kannst schon mal die Pylone wieder einsammeln. Und du bestellst schon mal einen Abschlepper. Was ich ehrlich gesagt noch blöd finde, ist das hier, dass dieses Tor so blöd, beschissen rausguckt. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht weiter. Zwei Abschlepper auf dem Weg, sehr schön. Wie sieht's beim Kreislauf aus? Braucht er einen Notarzt? Er braucht einen Notarzt. Dann haben wir einen Notarzt. Einmal mit Sonderwegerechten bitte. Abschlepper soweit bestellt, dann könnt ihr schon mal Status 2 machen. Beziehungsweise aufsitzen zur Basis fahren ist ja in Wahrheit kein Status 2. In Realität wäre es Status 1, einsatzbereit auf Funk. Aber gut. So viel Realismus muss man jetzt auch nicht unbedingt drin haben. Dann steigt ihr mal bitte alle in Heli. Umleiten kann man hier immer noch nicht auf der Autobahn. Wer hätte es auch anders erwartet? Schon unterwegs. 13. Straße bleibt dennoch gesperrt. Wracks sind ja noch nicht abgeschleppt worden. So, dann sprühen wir ein bisschen vor. In der Hoffnung, dass noch die Abschlepper ankommen. Einer ist auf der Gegenfahrbahn, genau. Und der zweite müsste auch gleich kommen. Medizinischer Notfall. So, einmal intensiv ankündigen. Behandeln und abtransportieren. Und wir haben einen Herzinfarkt, mal wieder. Herzinfarkt, du kannst schon mal direkt hier bleiben und das Tor aufmachen. Das ist nämlich super. Brustarzt kannst du schon mal wieder wegstecken. Notarzt ist der nächste hier. Und da ist das Spiel abgestürzt. Ganz, ganz schlecht. Aber das passiert schon mal. Kann man leider nicht ändern. Aber ich würde erstmal sagen, das war's auch mit dem Video. Knapp ein 20 Minuten Video. So lange sollte es eigentlich nicht sein, aber ist passiert. Kann vorkommen. Es ist, wie gesagt, ein außerplanmäßiges Video, was normalerweise jetzt nicht so kommen sollte. Oder, ja, was trotzdem gekommen ist so. Jetzt verrede ich mich hier schon wieder in endlos Geschichten. Um es kurz zu machen, ich wollte euch mal ein Video geben mit den neuesten Updates, die es jetzt erfolgt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten planmäßigen Videos. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Yeah.